Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Tomb Raider 2. Ja, lange hat's gedauert. Nein, ich bin jetzt, also wir sind jetzt in dem Level an Deck. Und ich hatte ja schon geschrieben gehabt auf ein paar sozialen Plattformen, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis dieses Video hochkommt, da ich ja eigentlich schon dieses Level netterweise aufgenommen habe. Nur leider ist das Problem, hatte ich ja auch schon geschrieben, dass man mich in der Aufnahme ganz bis kaum versteht, weil der Ingame-Sound zu laut ist. Ich hoffe, dass dieses Problem jetzt behoben ist. Und ja, hoffe mal, dass das letzte Mal ist, dass ich das Deck aufnehmen muss. Besonders auch, weil ich mir wieder mal ein Savegame aus dem Internet holen musste. Und ja, also Nullmal Automatik, 1817 Schuss für die Uzi, 419 M16 Schüsse, 26 Granaten und 32 Harpunenpfeile. Ach ja, und von Medipacks her haben wir 15 kleine und 11 große. Also das sind wie gesagt nicht die Werte oder die, ja, das sind nicht die Werte, die wir hatten bei unserem Save. Aber leider muss ich jetzt für zwei Level mit diesen werden spielen. Das heißt für mich, naja, keine Automatics. Obwohl ich eigentlich sagen müsste, dass die Automatics richtig gut sind bei manchen Gegnern. Besonders gegen Ende des Spiels sind die Automatics eigentlich auch unabdingbar. Aber naja. So. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier an Deck. Das ist das letzte Level dieses großen Unterwasserkomplexes in Tomb Raider 2. Und danach kommen wir sozusagen in den nächsten Komplex. Das ist auch dann, glaube ich, der letzte große Komplex mit vier Leveln, den wir dann antreten werden nach dem hier. Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Naja, bin eigentlich nicht so glücklich, dass ich das alles nochmal aufnehmen muss. Aber das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich ein Level nochmal aufnehmen muss. Ich glaube, bei der Tiefe war, oder nee, beim Bohrturm war das schon so. Und deswegen, naja. So, hier kommt der nächste Blödmann. Was hat er eigentlich für einen Schläger? Oder was heißt eigentlich Schläger? Das ist, ja, was ist das Teil? Ein Werkzeug. Ich komme jetzt nur nicht auf den Namen dieses Werkzeuges. Naja, egal. Ja. Und hier hatte ich in der letzten Aufnahme eine lustige Episode. Und zwar, dieser Flammenwerfer hat mich in Flammen gesetzt. Und da habe ich gleich mal zwei große Medipacks und ein kleines verbraucht, nur um wieder zurück zum Wasserbecken zu kommen. Nur weil ich nicht gespeichert hatte. Und ich sehe gerade, ich habe immer noch nicht gespeichert in diesem Level. Naja, egal. So. Jetzt kommt ein nettes Kistenrätsel von Core Design. Ihr seht schon, diesen Kistenstapel müssen wir aus dem Weg räumen, denn Core Design dachte sich, ja, eine Kiste reicht nicht. Und das war eigentlich dumm. Nein, Core Design dachte sich, ey, der Spieler muss sonst immer nur eine Kiste aus dem Weg räumen. Das wäre doch langweilig. Deshalb muss er gleich zwei Kisten aus dem Weg räumen und als wenn das nicht schon schwer genug wäre, sind diese Kisten auch noch gestapelt. Denn man muss somit auf zwei Höhenebenen denken und die Kisten wegschieben. Denn Lara braucht immer eine Plattform hinter der Kiste oder wie gesagt vor der Kiste, um sie überhaupt schieben und oder ziehen zu können. Deswegen. Aber das Rätsel sollte eigentlich keinerlei Probleme bereiten. Deswegen sollten wir damit auch gleich fertig sein, wenn Lara dann irgendwann mal die Kiste schieben will. Aber ich frage mich auch, wie man so weit in dem Spiel kommen kann. Also jetzt bis zu diesem Level. Weil man muss ja auch schon sagen, ich weiß ja nicht, wie viele Level haben wir eigentlich schon absolviert. Ich glaube, an Deck müsste jetzt das 10. Level sein. Ja. Wie man da keine Automatikmunition mehr haben kann. Ich meine, was hat man damit gemacht? So, wir setzen den vorhin eingesammelten Sternschlüssel ein, der auch im Englischen lustigerweise Stern Key heißt und nicht
Starkey und springen jetzt in dieses Becken rein. Können diesen Unterwasserhebel betätigen, der hinter der Ecke auf uns wartet, der diese schöne Musik startet und die Musik gleich wieder stoppt oder anders sie ertränkt. Ich finde das eben lustig, dass in den Tomb Raider-Teilen die Musik, also ich finde, die Musik spielt eine sehr große Rolle in den Tomb Raider-Teilen, weil man kann diese Musik auch völlig falsch einsetzen. Ich weiß nicht, wann das war, ich hatte mal vor einiger Zeit mir ein Custom-Level von Tomb Raider 2 angeguckt. Und ich glaube, das hieß Fake Dagger oder so. Also falscher Dolch oder so. Und da war es so, das war von einem Fan ein gestaltetes Spiel. Das waren mehrere Level und da war die Musik völlig falsch platziert. Also da hat man richtig gemerkt, da hat es nicht gepasst. Und deshalb bin ich eigentlich deshalb kann ich mich eigentlich glücklich schätzen, ne? In diesen Teilen hier so ein schönes Timing der Musik zu haben, um das mal so zu sagen. Und ja, auch die Tomb Raider Musik, die ist ja in diesen älteren Teilen eigentlich was relativ Heiliges. Denn man muss auch ganz ehrlich sagen, nicht mal Core-Design traut es sich, bei dieser Musik oder wenn diese Musik spielt, Gegner einzubauen. Na? So, wir gehen jetzt wieder zurück hier in diesen Raum und sehen auch wieder, dass das Wasser abgelassen wurde. Und wir können jetzt somit an diesem Unterwasserhebel, den wir gerade betätigt haben, vorbei und diese Kiste schieben. Müssen wir natürlich reinziehen. Zweimal, um genau zu sein. Und können dann somit schauen, was hinter der Kiste ist. Ich sollte auch vielleicht mal eine Fackel anmachen, damit das alles ein bisschen heller wird. Ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, ich war mit dem nächsten Level auch schon durch. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich von der Aufnahme, wo man nicht kaum verstanden hat, dass ich vielleicht ein paar Outtakes mache. Das Problem ist nur, dass wenn man mich nicht versteht, dass es dann ein bisschen schwierig wird. Oder anders, ich überlege, ob ich das hochstelle, weil wenn man mich nicht versteht, dann hat das ja irgendwo nicht viel Sinn, oder? Vielleicht könnte man es ja so machen, dass man das mit den Toten so macht, aber naja. Ich weiß auch ganz ehrlich noch nicht, wie ich das mit den Toten machen soll. Ob ich die nun zum optionalen Todeszähler hinzuzähle oder ach, ich weiß es nicht. So, und wir sehen hier mal die nutzloseste Waffe des Spiels in Aktion, nämlich die Harpune gegen Taucher. Und sie scheinen eigentlich ganz sinnvoll zu sein unter Wasser. Vielleicht sollte ich nur mal meine Meinung gegenüber der Harpune ändern, aber ich denke mal, das wird nicht passieren. Weil, nein, dafür blieb sie zu lange in dem Tomb Raider 3 LP verschollen. So. Gehen wir doch mal hier hin. Also ich kenne natürlich jetzt die Level schon einigermaßen gut, dass ich sie fast im Schlaf kann. Ich finde das auch schade, aber ich will nicht mit der Harpune kämpfen. Oder doch, wir machen uns jetzt mal einen Spaß und besiegen den mit der Scheiß-Harpune. Ob das überhaupt geht. Also Blut sehe ich auf jeden Fall schon mal. Das geht. Ich habe 7 Harpunenschüsse für den Blödmann gebraucht. Das ist auch nicht schlecht. So, aber ich glaube, wir sollten doch lieber mal auf die Automatik, nein, auf die Pistolen umrüsten. Denn unser Ziel ist es, auf ein Schlauchboot zu kommen, auf das wir nur von oben kommen können. Und hier legt Cordy sein mal wieder nett, wie sie sind, ein großes Medipack hin. Und wir sollen uns jetzt hier runterfallen lassen. Problem ist nur, dass dieser Fall sehr hoch ist und wir ein großes Medipack brauchen. Genau. So, wir sammeln diesen Schlüssel auf und sammeln auch gleichzeitig nochmal Harpunenmunition auf.
die eigentlich, naja, auch wieder sinnlos ist. Aber wir kriegen gleich wieder den wärmsten Empfang der Welt. Es kommen nämlich ein paar Haie auf uns zu, die wir vom Boot aus erledigen können. Wenn das denn geht. Wenn man die Haie auch sieht, also das ist natürlich wichtig. Und solange die Haie nicht unterm Boot sind, ist das auch okay. Aber ich glaube, wir sollten nochmal die Harpune sprechen lassen und sollten auch vielleicht das erste Mal in diesem Level speichern. Frage ist jetzt nur, wo ist der Hai? Den will ich nicht unbedingt anschießen. Ja, okay. Ich hasse Fische. Ich hasse diese Biester. Nur weil ich mal vergessen habe, ein Medipack zu nehmen, knabbern sie dich gleich schon in. Du sollst vom Boot springen, Mensch. So, ich würde auch jetzt sagen, ich schwimme jetzt einfach mal zu dem Ufer dort. Denn dort liegt auch noch Uzi-Munition. Ich würde dann auch mal die Uzis sprechen lassen. In der Hoffnung, dass sie diesen Blödmann schnell erledigen. Weil dort hinten liegt ja auch schon wieder Uzi-Munition und das gleicht sich ja in dem Sinne auch miteinander aus. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viel Schuss wir für den Blödmann gebraucht haben, aber kriegen mit einem Uzi-Clip immer so 80 Schuss für die Uzi. Und da wir zwei gleich eingesammelt haben, wäre das 160 für jedes Kind, das rechnen kann. Ja, wir müssen jetzt wieder hier zurück. Wir müssen aber diesmal nicht geradeaus, sondern nach links abbiegen. Hoffentlich war das jetzt auch wirklich links. Ja, ich. Ja, war links. Manche haben ja so eine Links-Rechts-Schwäche. Und müssen jetzt diese Felswand erklimmen. In der Hoffnung, dass wir jetzt dieses Schiff weiter erkunden. Um mal auf den Levelnamen zurückzukommen an Deck. Man sieht ja, eigentlich ist ja der Levelname selbstbeschreibend, um das mal so zu sagen. Aber wir haben ja jetzt noch nicht viel von dem Deck gesehen. Das wird sich dann aber noch zeigen, denn jetzt kommen wir genau hier hin. Ich habe schon wieder Energie verloren. Nein, also jetzt sind wir sozusagen hier auf dem Deck. Und zwar auf dem höchsten Deck. So, ich sollte auch nochmal speichern vielleicht. Ihr seht auch schon hier, habe ich noch ein Save von Living Quarters, also von den Quartieren. Das Lustige ist, dass der Save, den ich in den Ordner mit den Save Games kopiert habe von dem Spiel, dass der Englisch ist und alle anderen Deutsch sind. Aber, naja. Habe ich jetzt gespeichert? Nein. Ich habe mal wieder nur gelabert. Aber ich denke mal, das tibetianische Hochland kann ich ja überschreiben. Hoffentlich. Oh, und diesmal mache ich nicht den Fehler und überschreibe den Anfangs-Save. Ich hab in der letzten Aufnahme, also dort, wo man mich kaum verstanden hat, ich habe gesagt, in dem Level an Deck, ich überschreibe jetzt meinen Anfangs-Save, also muss die Aufnahme jetzt klappen. Was ist passiert? Sie hat nicht geklappt. Wem habe ich das zu verdanken? Dir, Lara. Alles deine Schuld. Aber ich sollte mich hier nicht mit Schuldzuweisungen aufhalten, sondern sollte diese Granaten einsammeln. Und mir fällt gerade ein, ich habe am Anfang zwei Granaten vergessen, also zwei Granatenpacks sozusagen. Aber da kommen wir ja eh noch hin. Also das sollte nicht das große Problem sein, denn wir müssen jetzt sozusagen von diesem höchsten Deck runter auf ein niedrigeres Deck, indem wir uns einfach in diesen Pool fallen lassen. Aber da ich doch schon wieder das Verderben auf mich zukommen sehe, bin ich eigentlich noch unentschlossen. Genau, und das ist das Verderben, denn ich bin gleich tot und sollte vielleicht schnell wegschwimmen, oder? Das Lustige ist, man verliert auch im Wasser Munition, genau. Man verliert auch im Wasser Energie, wenn man von dem blöden Flammenwerfer Typi getroffen wird.
Und das finde ich nicht gut. Und ich sehe doch schon wieder die Strohhalmfront auf mich zukommen. Was soll denn das? Wer hat sich denn da schon wieder zusammengetan mit dem Fischli? Hier ist aber das allererste Secret dieses Levels, der goldene Drache. Und ich sehe doch schon wieder, wie Lara in den Po jetzt in den Kopf geschossen wird. Und werde diesen Taucher auch gleich erlegen. Aber mich wundert es auch, warum die Fische und die Taucher Teamwork machen. Also warum die zusammenarbeiten, die kennen sich doch kaum. Hauptsache das Teamwork geht gegen Lara, ne? So, hier unten war doch noch ein Blödmann. Oder ich sollte mich vielleicht bemühen, nicht so viel Blödmann zu sagen. Und ich bin auch glaube ich, gleich schon wieder tot. Wo denn? Habe ich mich jetzt eingebackt? Nee. Schade, dass man sich nicht so auf die Bank hinsetzen kann. Das finde ich schade. Aber hier gibt es auch Kisten, mit denen man wieder hochkommen kann. Auf das nächst höher gelegene Deck. Man muss sie eben nur schieben. Das heißt, wenn du runterfällst und oben auf dem Deck noch was zu tun hast, dann wird deine Unwissenheit mit Kistenschieberei bestraft. So, und jetzt sind wir wieder beim. Ich habe gerade gemerkt, dass ich schon wieder Uzi-Munition vergessen habe dort oben. Also auf dem höheren Deck. Naja, egal. Ist ja nicht so, als ob wir genug Uzi-Munition hätten, ne, mit 1600. So, das sind die Granaten, von denen ich vorhin sprach, denn jetzt sind wir wieder auf dem Anfangsdeck und ich sehe gerade, dass ich schon wieder voll, naja, dass ich wieder schon wieder voll versemmelt habe. Deswegen muss ich, glaube ich, den Safe laden. Ich weiß irgendwie nicht. Ich laufe heute irgendwie ziellos umher. Das ist irgendwie, weiß nicht. Es kann auch nur sein, dass ich ein bisschen lustlos bin, weil ich das Level auch nochmal aufnehmen muss. Aber ich, ja. Tomb Raider 2 macht ja Spaß. So. Diese Fackeln sind auch nun unser eigen. Das Level an Deck ist nicht gerade lang. Es ist relativ kurz. Ja, das ist eigentlich die logische Schlussfolge, oder? So, sammeln noch mal die Granaten auf, wo auch immer die liegen. Hier sieht man auch bei den Granaten, sonst hat ja Cordy seine immer die Granaten in die Mitte eines Feldes gelegt, also in die Mitte eines, naja, eines Quadrates, weil man sieht ja auch, dass hier alles noch in einer Würfel-Engine designt wurde. Und dass es eben höchstens mal so solche Schrägen gibt, aber naja, dass eben die Granaten mal nicht in der Mitte liegen, das ist auch mal schön zu sehen. Auch mal, naja, ich will nicht sagen eine Abwechslung, aber ja, ich bin tot, so wie es aussieht. Ich sollte vielleicht schleunigst weg und abschätzen, wo der Flammenwerfer typisch steht, damit ich nicht damit ich nicht in die Reichweite von dem Blödmann gelange.